Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Prognose für die Saison 2017-2018. Wir kümmern uns heute um den Tabellenzehnten, den Gebeutelten, den Chaos-Club, wenn man so viele Meinungen hört, in Deutschland, den FC Schalke 04. Ach, liebe Freunde, mir geht's gut, geht's euch auch gut, ich hoffe doch. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Daumen hoch, wenn's euch gut geht. Checkt die Videobeschreibung aus, Links to OneFootball. Meine Partner für diese Serie. Auf euer Handy könnt ihr euch, oder auf Smartphone besser gesagt, könnt ihr euch kostenlos die neuesten Fußball-News, die Live-Scores und allgemein die Kaderinformationen runterziehen. Würde mich freuen, wenn ihr mich da unterstützt. IGVolt ist auch verlinkt, 6% Rabatt mit Comax Gaming TV. Natürlich auch mein Merchandise, also meine Social-Media-Links, Instagram und Twitter. Wir kümmern uns heute um Schalke und ich meine das nicht böse mit dem Chaos-Club, das ist lediglich, was man so in den Medien hört, beziehungsweise naja, allgemein so in der Bundesliga, weil über irgendeinen Club muss man sich immer lustig machen und Schalke ist da halt ein relativ gutes Beispiel für, weil irgendwie ist jedes Jahr bei Schalke wieder Tohuwabohu. Vielleicht wird es ja dieses Jahr anders, ja, es sieht relativ gut aus in der Vorbereitung, vor allem mit dem jüngsten Trainer der Bundesliga, nach Julian Nagelsmann natürlich, weil den wird, glaube ich, nie wieder jemand toppen. Domenico Tedesco, der ehemalige Auer, ne, der Hannover auch seine Struggles bereitet hat. Der ist auf jeden Fall neuer Trainer. Mal sehen, wie lange. Nein, Spaß, alles gut. Christian Heidel ist der Manager und ich sehe das als gute Kombination an. Heidel ist ein guter Manager, der hat bei Mainz super Arbeit geleistet, auch wenn Ruven Schröder jetzt genauso gute Arbeit leistet. Und Tedesco ist, denke ich, ein sehr, sehr guter Trainer mit einer Menge Potenzial. Er muss es halt nur abrufen. Ob er das macht, werden wir sehen. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den Transfers, die diese beiden bisher diese Saison eingefädelt haben. Beziehungsweise ausgefädelt. Allerdings waren das nicht so viele. Beziehungsweise, ja, irgendwie doch. Nabil Bentaleb per Laie zurück zu Tottenham. Haha, doch nicht, ist nämlich festgeblieben. Yevgen Konoplyanka zurück zum FC Sevilla per Laie. Doch nicht, ist auch da geblieben, natürlich wurde er gekauft. Holger Badstuber zurück zum FC Bayern München, ist richtig. Abdulrahman Baba zurück zum FC Chelsea, das sind beide Transfers, die tatsächlich stattgefunden haben. Erik-Maxim Choupo-Moting wechselt, genauso wie Sascha Rita und Dennis Augo zu vereinslos, also verlassen den Verein ablösefrei, genauso wie Klaas-Jan Huntelaar, der geht zu Ajax. Timon Wellenreuter, dem ja so eine große Zukunft vorhergesagt wurde, geht zu Willem Twee in die Eredivisie. Und dann haben wir noch zwei ablösefreie Transfers, und zwar Phil Neumann, der geht zum FC Ingolstadt, und Sead Kolasinac, wohl der, der am meisten schmerzt, denn der geht zum FC Arsenal, auch ablösefrei mit einem Marktwert von 15 Millionen. Der hat sich ja letzte Saison richtig aufgedrängt nochmal. Heieiei. Fabian Giefer ist der Einzige, der Geld gebracht hat. 750.000 Euro. Und der ist bei Augsburg, das haben wir ja bereits besprochen. Das heißt, die Einnahmen, das ist nicht viel. 750.000 Euro. Ja. Ausgaben dagegen 47,5 Millionen. Also da haben wir schon ein bisschen draufgehauen auf den Kacke. Aber muss auch sein, wenn man bedenkt, dass die nur Zehnter geworden sind und die wollen natürlich international spielen. Zunächst einmal, Sydney Sam per Laie von Darmstadt zurück. Ich denke mal allerdings, dass der ganz ehrlich gesagt keine Perspektive mehr haben wird. Fabian Reese kam zurück vom Karlsruher SC, Felix Platter von Darmstadt, Lukas Hemmerich aus der U19, Haji Wright von der U19, Weston McKennie aus der U19. Wahnsinn. Gut, und jetzt kommen wir ins Geld, weil jetzt wird's teuer. Pablo Insua kam von Deportivo La Coruña für 3,5 Millionen Euro. Bastian Okcipka haben wir letztes Mal besprochen für 4,5 Millionen vom Eintracht Frankfurt. Amina Arid von FC Nantes aus der französischen Liga für 8 Millionen Euro. Yevgen Konoplyanka für 12,5 Millionen von Sevilla und für Nabil Bentaleb haben sie ganz schnapprige 19 Millionen Euro bezahlt, was aber auch angemessen ist, vor allem wenn man denkt, dass der Kollege immer 18 Millionen Marktwert hat, 22 Jahre alt. Also bei FIFA müsstest du mehr bezahlen, das ist, denke ich mal, sicher. Kommen wir zur Kaderanalyse und ja, der FC Schalke hat einen ziemlich interessanten Kader. Das kann ich schon mal im Voraus sagen. Vor allem mit einer Menge Offensivpotenzial. Aber zunächst einmal kümmern wir uns um die Defensive, beziehungsweise konkreter um die Torwartposition. Da haben wir Ralf Fährmann, einen der besten deutschen Torhüter, und Alexander Nübel, ein Nachwuchstorwart, der 20 Jahre alt ist und ich denke mal perspektivisch angeführt wird. Wir haben keine Doppelbelastung, wir haben auch einen DFB-Pokal, vielleicht wird er da spielen in der ersten Runde oder so. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da wird Fährmann spielen. Vielleicht kriegt er irgendwann mal eine Einsatzchance, wer weiß. Und dementsprechend die Torhüterposition schon mal ziemlich gut besetzt. Da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Beschweren kann man sich da eher weniger und dementsprechend gehen wir gleich zur Verteidigung. In der Innenverteidigung haben wir Joshua, weil nur Kimmich wird so komisch ausgesprochen, bitter. Dann Naldo, Pablo Insua, Tilo Kehrer, Matija Nastasic und Benedikt Höwedes. Ja, das war jetzt natürlich mal wieder ein Aufsteigen der Reihenfolge, was den Marktwert angeht, aber sind wir mal ganz ehrlich, das sieht ziemlich stark aus, ja. Naldo ist natürlich mittlerweile alt.
Aber der ist routiniert und der kann einiges. Insua hat bei Deportivo gar nicht so schlecht gespielt. Auch nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Thilo Kehrer ist ein super Talent, gar keine Frage. Der hat auch gerade in der Rückrunde sich ziemlich aufgedrängt. Nastasic ist, wenn er fit ist, ein ziemlich, ziemlich guter Innenverteidiger. Und das gleiche gilt für Benedikt Höwedes. Auch wenn ich den persönlich ja noch mit einem Transfer konfrontiert sehe auf die Insel. Der wird bleiben. Keine Sorge, liebe Schalker. Und ich weiß, dass der bleiben wird. Der hat Vertrag bis 2020 und so weiter und so fort. Aber vielleicht kommt da noch irgendein unmoralisches Angebot. Und ich glaube, gerade weil die Transferausgaben so hoch sind, dass sie das annehmen können, oder? Vielleicht bin ich da einfach falsch informiert und falsch gewickelt. Aber ich hätte es mir jetzt persönlich vorstellen können. Würde ich aber ehrlich gesagt auch nicht schlimm ansehen. Weil mit Nastasic, Kehrer, Insua, Naldo. Gut, sie wollen Dreierkette spielen. Da brauchst du natürlich viele. Aber mit einem unmoralischen Angebot könnte man sich auch noch ein neues holen. Von daher sehe ich in der Verteidigung eigentlich gar keine Probleme. Zumindest in der Innenverteidigung nicht. Außenverteidigung? Eigentlich eher auch nicht, weil da haben sie relativ gute Spieler. Sie spielen, wie gesagt, nicht mit Außenverteidigern. Zumindest ist es nicht geplant, soweit ich weiß. Es ist geplant, mit Dreierkette zu spielen. Dementsprechend Okcipka eher so als ja, linker Flügelflitzer, so ne, mit vorne nach hinten, 3-5-2 halt. Genauso wie Koke. Das sieht auch persönlich in meinen Augen ziemlich gut aus. Uchida hat man als Ersatz. Ich meine, Uchi ist jetzt nicht so der allerbeste, aber als Backup reicht er allemal. Lukas Hemmerich kam von der U19 hoch. Auch das ist ein guter Spieler, denke ich mal. Auch der wird rangeführt werden. Wir kennen die knappen Schmiede, die macht immer gute Arbeit. Ja, sehe ich auch keine Probleme. Außenverteidiger könnte man, normalerweise müsste man jetzt sagen, so, wir haben einen Linksverteidiger und wir haben auch noch einen richtig guten Rechtsverteidiger, aber weil sie eine Dreierkette spielen, ist es hinfällig. Kommen wir zum Mittelfeld. So, und wir gehen da mal wieder defensiv und offensiv zusammen ein, weil so viele Spieler sind es nicht. Johannes Geis, Benjamin Stambouli, dann Leon Goretzka, Nabil Bentaleb, Weston McKenney, Max Meyer und Amine Harit. Oder Ari, oder Amin Ari, ich habe keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Schreibt es mir in die Kommentare. Johannes Geis, der Standardspezialist, ehemaliger Mainzer, hat in den letzten Jahren deutlich an Leistung eingebüßt, seit er zu Schalke gewechselt ist, hat den Wechsel nicht so gut verkraftet, aber vielleicht würde das ja dieses Jahr sein Jahr und vielleicht mit einem ruhigeren Umfeld auf Schalke und vielleicht unter Tedesco, wer weiß. Ist an sich ein guter Spieler, ja, verstehe mich nicht falsch, von daher abwarten. Genauso wie Stambouli, auf den auf jeden Fall der Tedesco zu setzen scheint. Der scheint mit dem neuen Trainer richtig aufzublühen und ich mag den, ich finde ihn gut. Von daher, vielleicht wird das ja sein Jahr. Das habe ich jetzt gerade schon bei Geist gesagt, aber wer weiß, ich kann es mir gut vorstellen. Goretzka ist der beste Spieler im Schalker Kader in meinen Augen. Nabil Bentaleb ist der zweitbeste Spieler im Schalker Kader in meinen Augen. Sehr, sehr stark. Das zentrale Mittelfeld ist optimal besetzt. Weston McKennie ist dann, nach dem, was ich gehört habe, ein sehr, sehr vielversprechendes Talent aus der knappen Schmiede. Überraschung, Überraschung. Max Meyer wird dann noch mit einem Wechsel konfrontiert und ich glaube auch, dass einige Schalker sagen, gib den bloß ab, weil ja, Ari hat bisher überzeugt wohl und Meyer ist ja allgemein so ein Enfant terrible gefühlt, auch wenn er total lieb ist eigentlich, aber der leistet halt irgendwie nicht. Also, der hat Vorschusslorbeeren ohne Ende und der kann auch gut spielen, aber irgendwie auf Schalke nicht, habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht. Vielleicht werden Wechsel für den das Beste und für Schalke auch, vor allem wegen Geld. Ja, und Ari hat bisher extrem überzeugt. Ich habe erst gedacht, wieso geben die 8 Millionen für einen aus von Nord, der nur 2 Millionen Marktwert hat, aber bisher 20 Jahre alt und schon ziemlich überzeugend und vor allem ein Jahr jünger als ich. Oh Gott. Ich bin so alt, Freunde, das geht gar nicht. Aber ja, bisher sieht das sehr, sehr gut aus, was das Mittelfeld angeht. Ich sehe da Überraschung. Mal wieder kein Bedarf. Allerdings gibt es ja auch keine Gerüchte. Weil die Gerüchte verteilen sich erst auf die Innenverteidigerpositionen. Das ist beispielsweise ein Jason Murillo oder ein Abdulrahman Baba noch, aber der ist jetzt aber da fast abgehakt. Dann haben wir wahrscheinlich noch einen Domisi von Betis, aber pff, ja. Und die Außenpositionen. Und zu denen kommen wir jetzt. Die Außenpositionen sind bei Schalke nämlich eigentlich ziemlich gut besetzt, wenn man ganz ehrlich ist. Allerdings, ja, gibt da so eine Sache. Und zwar, wie gesagt, an sich sind sie gut besetzt. Kommt drauf an, ob sie mit einer Sturmspitze spielen wollen oder ob sie mit zwei Sturmspitzen spielen wollen. An sich, auf der rechten Seite haben sie auf jeden Fall Alessandro Schöpf, Daniel Caligiuri, Sam, der gehen wird wahrscheinlich, und Bernard Tekpetey, der in der Vorbereitung bisher ganz gut gespielt hat und unter anderem gestern, für euch ist es, oh Gott, für euch ist es so lange her, auf jeden Fall der Siegtor im Testspiel geschossen hat. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Auf der linken Seite hat man Yevhen Konoplyanka. Das war's. Aber sind wir ganz ehrlich, im Notfall kann bestimmt auch ein Ari dahin ausweichen, so wie ich mir den zumindest vorstelle. Oder ein Meier oder halt ein Caligiuri. Caligiuri ist sowieso, kann sowieso alles. Und deswegen sehe ich da eigentlich keine Probleme. Es ist mein Standardspruch, es tut mir leid, aber es ist halt einfach so. Trotzdem sind dann Spieler interessiert, ja, beispielsweise halt eben, wie ich gerade gesagt habe, an Dormisi, der spielen könnte, an Nikolai Müller, an Armin Younes, aber das sind alles so Transfergerüchte, die so, ja, El Haddadi, also Munir von Barcelona, Diego Lachai von Genua, weiß ich nicht, alles so Transfers, wo man sagen kann, ja, theoretisch, aber irgendwie brauchen sie die auch nicht, weil, warum? Irgendwie unnötig bei dem Kader, den sie haben, von daher bedarf sehe ich da eigentlich eher weniger. Spitze, das war jetzt nicht auf den Kader bezogen, sondern, also auch irgendwie, aber ich wollte jetzt über die Stürmer sprechen. Donis Avdijay,
Brille, Donald Mbolo, Guido Burgstaller, Franco Di Santo. Felix Platte, Fabian Reese und Edgy, Adji, Edgy, Hedgy, Hi, right? Right. Gut, Mbolo mit viel guter Laune gestartet, dann verletzt für den Rest der Saison. Vielleicht wird dieses Jahr sein Jahr. Ich hoffe es für ihn, weil er hat sehr gut angefangen und ich gönne ihm eigentlich, dass er sehr gut spielt. Afdijay ist mit Talent gesegnet, aber hat halt leider den Kopf mit Holzwolle gefüllt. Was schade ist, weil dadurch geht ein guter Spieler verloren, aber der wird wahrscheinlich, also er steht zumindest auf Abstellgleis, mal sehen, was aus dem noch wird. Guido Burgstaller, ja, alt, aber Arbeitstier und erfahren und Torjäger. Von daher, gut. Di Santo, Gott sei Dank, also wenn er zu 96 geht, bin ich höchst erschüttert, aber Gott sei Dank geht er wahrscheinlich nicht dahin. Ja, als dritter Stürmer hast du eigentlich auch Felix Platte, Fabian Reese und... Right. Von daher ist Di Santo, denke ich mal, einer, den sie auf jeden Fall noch verkaufen und abgeben werden. An wen ist halt die große Frage. Aber der wird schon irgendeinen Club finden. Aber wir sehen, die Spitze ist, also gerade weil Mbolo jetzt wieder fit ist, auch gut besetzt. Also ich habe wirklich gedacht eigentlich, dass Schalke, wie soll das mit Schalkes Kader werden? Werden die um Abstieg spielen? Aber wenn man sich den Kader so anguckt, es ist Schalke. Ja, wenn wieder Stress ist auf Schalke und Tedesco nach 3 Spielen entlassen wird, weil er am zweiten Spieler gegen 96 4-0 aufs Maul bekommen hat, auswärts in der HDI Arena. Es glaubt, wird selig. Dann ist natürlich wieder, natürlich wieder der Baum auf Schalke. Aber das wird nicht passieren. Und deswegen glaube ich, dass das eine relativ ruhige Saison wird. Und dementsprechend kommen wir zu meiner Prognose. Und jetzt haltet euch fest, liebe Schalker, damit ihr nicht von den Sitzen fallt. Ich prognostiziere für die kommende Saison 2017-2018 den FC Schalke 04 auf Tabellenplatz Nummer 5. Es tut mir leid. Ich weiß, ihr möchtet gerne Champions League spielen, aber da sehe ich euch nicht. Also theoretisch schon, weil auch die Top 8, 9. Eigentlich 9. Die Top 9 bei mir sind frei variabel. Von daher mal sehen. Vielleicht wird es ja doch der vierte Platz oder der dritte Platz. Aber ich sehe es eigentlich auf Platz 5, weil der Kader ist gut. Und nachdem sie jetzt ein Jahr Pause hatten, keine Doppelbelastung haben, denke ich, dass das was werden könnte mit Schalke in der neuen Saison. Wie gesagt, ich sehe den Kader sehr gut. Beschweren kann ich mich da eher weniger. Und ja, haben auf allen Positionen eine vernünftige Besetzung. Ja, sind auch in der Breite ganz gut aufgestellt. Von daher, warum sollte man da nicht wieder ins internationale Geschäft kommen? Ich sehe da absolut keine Probleme, beziehungsweise gar kein Hindernis. Und sie haben auch vor allem einen guten Trainer mit Tedesco. Von daher läuft das. Ne? Schreibt mir gerne mal eure Meinung zum FC Schalke 04 in die Kommentare. Meint ihr vor allem, dass die noch irgendwen holen müssen? Meint ihr, dass es eine ruhige Saison wird? Meint ihr, dass Schalke national spielen wird? Meint ihr, dass Schalke vielleicht sogar Champions League spielen wird? Ich bin gespannt, was ihr mir dazu zu sagen habt. Aber ich denke mal, mit Platz 5 könnt ihr zumindest zufrieden sein. Ich denke, viele hätten gedacht, dass ich Schalke weiter unten einstufe. Oder? Das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Gut, das war's von dieser Episode. Morgen geht's weiter mit Borussia Mönchengladbach. Ich hoffe, heute hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao. Haut rein.